Stuggi TV. Deine Stadt. Dein Sender. Stuttgart ist kleinstädtisch und beengt, überall sind Baustellen. Einen Schönheitspreis gewinnt diese Stadt garantiert nicht und Party machen geht sowieso nicht. Das sind nur ein paar Vorurteile, die man über Stuttgart haben kann, aber welche stimmen davon und welche nicht? Wir haben uns auf der Königsstraße mal umgehört, welche Vorurteile euch einfallen und welche davon wirklich stimmen. Geizig. Es wird immer gesagt, dass Schwaben oder Stuttgarter geizig sind. Ja, ich würde schon sagen, dass das stimmt. Geizig stimmt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, kriegt man im Alltag, glaube ich, gut mit. Die Schwaben sind nicht geizig. Sieht man ja beim Vasen, wie viel Geld sie ausgeben. Geizig kommt darauf an. Ja, die Urschwaben schon, aber ich denke, die Jungen nicht mehr so. Ja, also ich habe es auch schon mal oft gehört von Leuten, die halt auch oben aus dem Norden kommen, dass sie so sagen, ja, Stuttgart, keine Ahnung, bei euch ist ja alles eh verbaut und gar nichts grün und dass sie es halt nicht so schön finden hier. Nicht so wie in München oder so zum Beispiel. Ja, ich finde eigentlich, so hässlich ist unsere Stadt nicht, aber gibt es hässlichere. Also das so finde ich jetzt nicht. Ja, teilweise, dass wir unfreundlich sind und so ein bisschen verklemmt. Ja, es stimmt schon ein bisschen, aber ich finde, das betrifft eher die ältere Generation von uns. Weil ich glaube, dass die Jüngeren einfach, wir sind viel offener schon geworden. Das ist so mehr so für die Eigenbrötler, die alten Leute. Primär finde ich, wenn in den Medien, zum Beispiel im Fernsehen, ein Film über Schwaben gezeigt werden, dann sind das immer ein bisschen blöde, ja. Nie irgendwelche spritzige, intelligente Menschen. Und das wäre zum Beispiel, da könnte man dran arbeiten, dass man eben auch mal interessante Menschen als Schwaben darstellt.